Hallo, ich bin's heute mal, Marco von der BVP hier in Chris' kleinem YouTube-Studio. Ich wollte mal was sagen zu den Dingen, die jetzt vielleicht nicht so schön, also mir jetzt aufgefallen sind, die nicht so schön sind in dieser Ghost-Community oder Spirit-Paranormal-Community, wie man das nennen will, explizit jetzt in Deutschland. Gerade seit diese Doku mit uns, jetzt eigentlich, wie ich immer sage, auf Heavy Rotation, meistens gerade um Halloween herum, auf N24 oft lief oder eben auf RTL, wo auch unseren Namen drin stand, wird man vermehrt angeschrieben von Leuten, die manchmal den spukt. Ich meine, dass wir versuchen, jeden dieser Fälle ernst zu nehmen und auch mit den Leuten zu schreiben und sie zu beruhigen, weil es eigentlich nicht fast eins, sondern in allen Fällen, die wir bisher hatten, konnte man das alles logisch erklären. Und dann wird man daraufhin von diesen Leuten angefeindet, die es nicht wahrhaben wollen. Also ich weiß schon, dass man Leute, die an sowas fest glauben, das haben wir auch an einem Fall mal gelernt, dass man sie in ihrem System behandeln muss, wenn man das mal so sagen darf. Das heißt, man darf ihn nicht abschreiben, dass es falsch ist, dass es keine Geister gibt, sondern sagen, ja, das kann schon sein, aber es ist jetzt nichts Negatives. Und dann hören manche Leute nicht auf, immer wieder Fotos zu schicken, wo angeblich was drauf ist, wo sie in ihrem Wahn irgendwas sehen. Und da war ich kurz davor, das nicht mehr zu machen. Also das ist sehr schwierig. Also wir sind immer neugierig. Wir wollen den Sachen auf den Grund gehen, aber wir versuchen immer erst eine rationale, logische Erklärung zu finden, was eigentlich in fast allen Fällen auch dann zutrifft. Und wenn es dann anfängt, dass wir beleidigt werden dafür, dass wir das so machen, oder unser Privatleben dann angegriffen wird, dann hört für mich der Spaß auf. Und da habe ich tatsächlich ein Problem mit. Da ist aber die Zusammenarbeit mit Chris und Markus immer sehr viel Spaß macht auch und wir da halt ein Hobby haben, was wir teilen, es ist ein Hobby, haben wir uns entschlossen, dass ich das auch weitermache und dass die das auch weitermachen. Aber das ist eine Sache, die ist sehr unangenehm und ich finde, darüber sollte man auch mal sprechen, das auch mal direkt ansprechen. Ja, weil das wahrscheinlich auch anderen so geht, die sich mit der Thematik befassen und mit solchen Menschen, die solche Erlebnisse haben, zu tun haben. Wir reden immer von Erlebnissen. Die Leute haben das erlebt. Also, außer sie lügen jetzt. Ne? Haben immer das auch erlebt, was sie meinen, gesehen zu haben. Und das sprechen wir ihnen nicht ab. Wir sagen, das Erlebnis war so gewesen, wie du es hast, aber der Grund für das Erlebnis, was es war wahrscheinlich kein paranormaler. In diesem Sinne, vielen Dank.